So, Freunde, wir sind auf der Land of Italy. Ja, und dann darf ich wieder ein bisschen arbeiten. Ich musste, auch für alle jetzt hier im Chat nochmal, die dazugekommen sind. Ich habe Mais Plus rausgeschmissen, weil es da wohl einen Konflikt gibt. Und ich die Karte aber trotzdem weiterspielen möchte. Natürlich war das Gemähte alles weg, also müssen wir das jetzt nochmal machen. Und ich glaube, heute fangen wir allerdings auf der 27 an. Die Karte selber hat ja Luzerne verbaut und da war Luzerne drauf. Vorher fahren wir nochmal zum Händler und holen uns ein Mähwerk ab. Hä? Ach, shit. Wisst ihr, warum der jetzt so schlecht anspringt? Erinnert ihr euch noch über den Zustand des Fiat? Wir haben den ja übernommen. Da hat er auf der Karte 44.000 Stunden und quasi ist komplett im Eimer. Das heißt, der wird jetzt nicht mehr gut laufen. Schätze ich mal. So, warm ist er. Gruppenschaltung. So, so, so. Oh, oh. Das ist jetzt natürlich mit dem erweiterten Reparatursystem so eine Sache. Okay, Motor abgestorben. Dann machen wir Folgendes. Dann kaufen wir mal noch eine Wartungspalette. Und gucken uns das mal genauer an. Wir müssen ja eh zum Shop runterfahren. Achso. Mal noch eine Gruppe rein, ne? Was vorderes und hinteres Mähwerk auch bedienen kann. $77,10 von Marmeladenbrötchen. Ja, wäre eine Option. Dann war das jetzt Steuerung J. 17.49 Uhr, 19.59 Uhr, 7.25 Uhr, 9.30 Uhr, 10.19 Uhr, das ist am Folgetag. Am Folgetag 21 Uhr. So, und jetzt kann ich das Fahrzeug ja auch nicht mehr fahren, ne? Jetzt ist er in der Inspektion. Superkraft. Jetzt ist er in der Inspektion und jetzt muss ich halt warten, bis die Inspektion abgelaufen ist, ne? So. Chat hat eine Abstimmung gemacht. Chat hat entschieden für den New Holland 70 Supersteer. Beziehungsweise für den New Holland hier. Das wird unser Werkstattersatzwagen. Anhängerkupplung. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich brauche eine 3 Punkt. Oh nein! Können wir heute nur mit Heckmähwerk fahren, ne? Weil keine Zapfwelle. Dann hat vielleicht der Supersteer keine. Der Waldrat hat nach meinem Wissen eine PTO vorne. Wegen Supersteer. Dann gucken wir nochmal hier. Ja, dann müssen wir den ohne Supersteer nehmen. Der hat eine. 3 Punkt, ich sage ihm schon nein. Kennzeichen ist mir egal. Und dann mieten wir das Ganze. Oh, habe ich hier... Habe ich hier Lease? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wie war denn dieser Mod? Leasing? Extended Leasing. Chat, ist Extended Leasing der Mod, wo wo ich die Kosten wieder zurückerstattet bekomme, wenn ich den wieder abgebe? Also quasi die Kaution? Okay. Ja? Also das heißt, die Basiskosten 2.000 Euro würde ich wieder bekommen.
Boah, das wird ja alles ganz schön teuer, ne? Ja, eine gute Figur macht er auch. Gucken wir mal, wie er klingt. Ich drehe mal ein bisschen auf. Das war ich, sorry. Ja. So, den müssen wir ein bisschen warm laufen lassen. Dann müssen wir blind fahren. Das ist blöd. Ohne Ganganzeige. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Naja, die Hydraulik ist ja jetzt langsamer durch die NM Speeds. Und ich muss den Hut ein bisschen anlassen. Tut mir leid. Um zu sehen, zumindest jetzt gerade mal beim Rangieren, um zu sehen, in welchem Gang wir sind. Wir können zumindest den Richtungswechsel nehmen. So. Die 27, da fahren wir nur die Straße wieder hoch. Moin. Hier schön animiert, vorne und hinten. Oh Gott. Er hat natürlich einen Wendekreis wie ein Schiff, ne? Aber hatte der nicht mal eine Ganganzeige oder war das ein anderer? So, summa summarum. Ist ja, glaube ich, ganz cool, ne? Na, hätte ich hier drauf gemusst, das zu unserer Rechten ist ja unsere Fläche. Das ist alles so. Es ist halt Edos Sprache von der Karte, ne? Das ist einfach so. Auch das Klappen. Guck mal, wie langsam das Klappen ist, wenn wir diese Hydraulikgeschwindigkeiten haben. Ein bisschen mehr Gas gebe, geht das ein bisschen schneller. Das ist so gut.
gut. Aufbereiter haben wir ja jetzt nicht. Werden wir ändern, sobald wir auf die Grasfläche rübergehen. Der Sound kommt in Summe schon hart, oder? Herrlich. Der gibt sich im Übrigen knapp 70 Liter hier. Oder nimmt sich, was wird gesagt? Ich komme nicht rum. Boah, wie ein Schiff. Wie ein Schiff. So, Vorgewende ist durch. Dann gehen wir jetzt einmal ab durch die Mitte und arbeiten von innen nach außen. Ich glaube, hier könnten wir noch eine Bahn Vorgewende machen. Ich glaube, hier reicht's noch nicht. Naja, egal. Lenktechnisch wäre der Superstier schon besser gewesen. Ja, aber da hätte ich keine Frontzapfwelle gehabt, ne? Und mit Frontzapfwelle schaffen wir hier ein bisschen mehr Fläche. Aber du hast völlig recht, also der Wendekreis von der Mühle, boah, der ist heftig. Der Sound 1 plus. Ja, der Sound ist gut. Der Sound ist gut. Weil so wie er aus dem Mod abkommt, ne? So, jetzt haben wir genug Platz. Jetzt hoffe ich, dass die Schafe auch Luzern Heu nehmen. Nehmen die jetzt Luzern Heu? Ich habe ja das letzte Mal geguckt mit Mais Plus. Ich weiß ja gar nicht, was sie jetzt nehmen. Wahrscheinlich nicht. Dann können wir jetzt beim Zusammenklappen. Das ist geil. Das wird jetzt langsam gehen. Außer ich erhöhe die Drehzahl. Ich erhöhe jetzt die Drehzahl. Das ist so gut. Das ist so gut. Gut, vorne ist es natürlich auch, da kann das Spiel nicht unterscheiden. Herrlich. Ja,
Oh, und abgesoffen. Da war ich, bin ich von der Kupplung runtergegangen. So schnell kann das doch gehen mit dem Kollegen hier. Wartet mal, ich klapp noch mal aus. Ich habe ein Bild vergessen.